Wie ich gehört habe, veranstaltet die Burschenschaft Franconia an diesem Freitag mal wieder einen sogenannten burschenschaftlichen Abend. Und zwar mit dem Titel Der arabische Frühling in Syrien, Friede, Freude, Facebook-Party. Geladen ist der Referent Manuel Ochsenreiter. Ochsenreiter sieht sich ja, wie er selber sagt, als Nahost-Experte und ist selbst Mitglied einer schlagenden Verbindung. Was qualifiziert ihn denn sonst noch so als Referent für die ultrarechte Franconia? Ja, Manuel Ochsenreiter hat bereits in seiner Jugend für die Zeitung Junge Freiheit publiziert. Und die Zeitung Junge Freiheit wird ja bekanntlich für konservative Personen bzw. Personen aus der Neuen Rechten und für organisierte Neonazis herausgegeben. Als er für die Zeitung publiziert hat, hat er einen Schwerpunkt auf dem Thema Anti-Antifa gehabt, was ja wohl in diesem Fall schon für sich spricht. Außerdem wurde Ochsenreiter auch Mitglied einer schlagenden Verbindung, der Verbindung der Märkter, und auch die Franconia ist ja eine schlagende Verbindung. Ein weiterer Schritt in seinem Leben war dann sozusagen, dass er 2004 Chefredakteur der DMZ, also der Deutschen Militärzeitschrift, wurde. Und diese Zeitung versammelt so allerlei militärischen Inhalt. In der Zeitung werden immer wieder Verharmlosungen und Relativierungen von Kriegsgeschehen publiziert. Der Zweite Weltkrieg wird verharmlost, es werden SS- und Wehrmachtssoldaten gewürdigt und auch andere offensichtliche Nazi-Blätter können dort ganz offen ihre Werbung austragen. Wenden tut sich die DMZ einem Publikum von MilitärfetischistInnen und SoldatInnen. Verlegt wird die DMZ ja vom Nazi-Verleger, das kann man so sagen, Dietmar Mounier, der auch in der NPD aktiv war und unter anderem Lesungen veranstaltet mit Leserinnen und Autorinnen in Pommelsbrunn in der Fränkischen Schweiz. Ja, richtig. Und so hat auch Ochsenreiter bei der DMZ seine sogenannte journalistische Laufbahn noch nicht beendet. 2011 wurde Ochsenreiter dann auch noch Chefredakteur der nationalistischen Wochenzeitung Zuerst, die ja auch von Mouniers Verlag herausgegeben wird. Und ich denke, dass diese genannten Tätigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe von Ochsenreiter, allesamt dafür sprechen, dass er ein gern gesehener bzw. ein willkommener Redner in der Burschenschaft Franconia ist. Auf den ersten Blick recht untypisch für die rechte Szene wirkt Ochsenreiters positiver Bezug auf regressive Kräfte der islamischen Welt. Welche Überschneidungspunkte gibt es denn zwischen einer rechtskonservativen bis neonazistischen deutschen Elite und islamischen Bewegungen? Ja, Ochsenreiter sieht in diesem Fall einen Anknüpfungspunkt in einem gewissen Fundamentalismus. Das heißt, in bestimmten Wertvorstellungen einer Gesellschaft, die auf einer Gottesfürchtigkeit beruhen. Und zu diesen vermeintlichen Werten zählt der Konservatismus, Antifeminismus oder auch Homophobie. Und Ochsenreiter berichtet relativ ausführlich über seine Reisen in Nahost und pflegt selbst genannt gute Kontakte zu Islamisten, die auch immer wieder beschreibt. Und ganz deutlich wird in seinen Berichten nicht nur eben ein antisemitisches Weltbild, sondern auch eine Sympathie für einen völkischen Kampf gegen alles vermeintlich Fremde. Und auch hier gibt es wohl Anknüpfungspunkte für die Franconia. Er kann sich gerade in dem Punkt Antisemitismus in bester Gesellschaft mit zwei Holocaustleugnern wiederfinden. So war Olaf Rose, auch ein verurteilter Holocaustleugner, bereits Referent der Franconia, und der Rechtsanwalt Stefan Böhmer aus Erlangen wurde auch bereits als Holocaustleugner verurteilt. Stefan Böhmer ist zudem eben alter Herr in der Burschenschaft. Die burschenschaftlichen Abende gehören ja in das Programm einer Burschenschaft, die sich die politische Bildung auf die Fahnen geschrieben hat. Und auch Ochsenreiter ist, wie du eben schon gesagt hast, nicht der erste Gast der Franconia, der klar in die rechteste Ecke zu stellen ist. Aber bei der Franconia haben nicht nur die geladenen Gäste braunen Dreck am Stecken, auch die Burschen und alten Herren sind selbst teilweise in der regionalen Nazi-Szene verstrickt oder involviert. Wie äußert sich denn das? Ja, zu nennen ist hier auf jeden Fall nochmal Stefan Böhmer, der, wie bereits gesagt, ein alter Herr der Burschenschaft Franconia ist, der außerdem verurteilter Holocaustleugner ist und auch Nazi-Anwalt ist. Das heißt, immer wieder als Anwalt für Neonazis in Erlangen bzw. Neonazis aus dem Freien Netz Süd auftaucht. Ein weiterer, eindeutig dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnender alter Herr ist der Frank Miksch. Auch der ist Nazi-Anwalt, der ist zudem auch noch NPD-Aktivist. Er hat zum Beispiel 2012 im Februar die FNS-Demo angemeldet, zusammen mit Kempten, Fischer und Zimmermann, auch Neonazis aus der Region hier. Ja, ein weiterer aktiver Frankone ist Tim B., der sich auch eindeutig dem rechten Spektrum zuordnen lässt. Er publiziert für die Blaue Narzisse, ein Magazin, das auch der neuen Rechten zuzuordnen ist, und schreibt dort immer wieder Artikel.
Ja, ihr habt ja für den Freitag auch eine Kundgebung angemeldet in Erlangen von der Banda Sinistra aus. Wie stellt ihr euch denn eure Gegenaktivitäten vor? Ja, wie gesagt, wir werden am Freitag um 19 Uhr eine Kundgebung vor der Franconia abhalten. Wir wollen damit zum einen die Öffentlichkeit erreichen und auf die rechten Umtriebe der Burschenschaft aufmerksam machen, beziehungsweise eben auf den rechten Hintergrund ihrer Redner und Rednerinnen und dafür sorgen, dass das, was da innen gesprochen wird, unhörbar gemacht wird, möglichst laut sein, viel Musik hören und einige Redebeiträge hören. Es gibt allerdings auch noch weitere Gegenaktivitäten gegen die Franconia, die jetzt nicht im Zusammenhang mit der Aktion am Freitag stehen. So haben wir zum Beispiel ein Burschi-Wochenende veranstaltet, an dem es eine Demo und Veranstaltungen zum Thema Burschenschaften gab. Es gibt immer wieder verschiedene Flyer, denen versucht wird, die Gesellschaft und die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und dieses vermeintlich harmlose Bild von Burschenschaften zu brechen. Und auch an der Uni gibt es immer wieder Veranstaltungen oder Flyer, die vor allem von der Gruppe Lux, also den linken und kritischen StudentInnen, herausgegeben werden. Ja, die vor allem versucht, die Franconia von der Uni-Homepage zu kriegen, auf der sie verlinkt wird als Tipp sozusagen von Studierenden für Studierende und die an der Uni relativ aktiv ist. Genau, bisher sah sich die Unileitung der FAU Erlangen auch leider noch nicht dazu veranlasst, die Franconia als rechtsextreme Burschenschaft einzuordnen. Ja, und unsere Forderung wird weiterhin sein, laut und entschlossen gegen die Franconia vorzugehen und die Franconia als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine rechte Organisation, die aufgelöst werden muss.